Jetzt kommt gerade Billie Eilish auf MTV. Der Moment, wenn du im Club bist, ein Freund das Lied voll fühlt und du dir so denkst, nein. Hallo, ich bin's, Kim Lian. Und ich muss ein bisschen leise sein, denn wir sind hier unter Leuten, die die Ruhe noch genießen, die morgendliche. Wir sind am Flughafen gerade in der Lounge, denn wir, und damit meine ich natürlich Steve und ich, fliegen nach Istanbul. Ja! Und weißt du, wie wir fliegen? Business Class. Wir müssen uns seriös verhalten und so, als wäre das normal für uns. Morgens 5:30 in der Flughafen-Lounge. YOLO, Bitch! Das ist gar nicht merkwürdig, dass wir alles mitfilmen. Die Touristen. Da denkt sich jeder, wir haben uns hierher verlaufen. Aber nein, wir fliegen mit Turkish Airlines zusammen und freuen uns wirklich sehr auf diesen Trip. Und ich würde sagen, wir müssen jetzt auch schon aufbrechen in Richtung Flieger. Und dann bis gleich. Security-Check war überhaupt kein Problem. Und wir sind dann ziemlich schnell reingekommen und haben jetzt unsere Plätze gefunden. Und die sind so bequem, Leute. Ich kann es gar nicht glauben. Wir haben jetzt hier gerade schon die ganze Zeit mit diesen Rückenlehnen rumgespielt. Wir unterhalten uns nur so, wir haben diese Lehne hochgeklappt. Und jetzt reden wir beide immer nur so. Wir müssen nicht mal mehr unseren Kopf halten hier. Luxus. So fancy, man kriegt hier Handtücher. Wir haben ja auch schon richtig cool so eine Speisekarte gekriegt, wo dann die ganzen Gerichte draufstehen. Ich glaube, ich nehme tatsächlich das erste, weil das ist auch türkisch und wir wollen ja hier die Kultur kennenlernen und der türkische Breakfast. Dazu gibt es auch noch Käse und Oliven und Tomaten und Gurke mit Joghurt. Sehr interessant. Ich bin schon sehr gespannt, wie das schmeckt. Prost! So. Und der zweite Gang ist da. Wir haben hier so Kartoffelchen und Paprika und so kleine Teigrollen. Das sieht aus, als wäre da auch so Ziegenkäse oder so drin. Taste Test. Yes. Mega. Probier auch mal. Gut gegessen, haben wir jetzt unsere Koffer geholt. Dann haben wir auch noch gesehen, dass es übrigens ein Oktoberfeststand gibt hier auf dem türkischen Flughafen. Finde ich sehr sympathisch. Und nun sind wir aber auch schon im Hotelzimmer angekommen und es gibt eine kleine Roomtour. Du bist gerade schon in das Bad hineingegangen. Hier, so sieht es aus. Schöner Spiegel, so ein bisschen dieses renaissanceige Theme. Dann haben wir hier eine wunderschöne Marmorbadewanne. Und draußen geht es weiter durch diesen kleinen Gang. Hier noch mit einem Spiegel. Hi Steve. Das ist unser Bett für die nächsten Tage. Ist auf jeden Fall approved. Sehr, sehr bequem. Und Fernseher und Schreibtisch, an dem wir keine Zeit verbringen werden, weil wir werden die ganze Stadt exploren. Und wir haben auch noch so einen kleinen Balkon, wo du rübersehen kannst, auf so einen Garten, auf einen wunderschönen großen. Vielleicht kann man da auch mal durchspazieren die Tage. Aber wir werden uns jetzt, glaube ich, erstmal frisch machen. Voila, a new look. Und jetzt geht's ins Taxi und ab ins Shopping Center, weil es regnet. Und deshalb schauen wir uns die Stadt die nächsten Tage dann erst an. Und wir sind auch schon da. Guck mal, wir sind gerade hier vor der türkischen Drogerie. Gratis heißt die. Jetzt spare ich mir einen blöden Wortwitz. Schreib mal in die Kommentare, wenn du türkisch kannst, was das heißt hier. Wir gucken da jetzt einfach mal so ein bisschen durch, was die hier an Produkten haben. Bin gespannt, ob da viel ist, was wir auch haben. Also haarmäßig gibt es so ein paar Sachen, die es bei uns auch gibt. Aber körperpflegetechnisch habe ich da schon eine Marke entdeckt, die ich noch nicht kenne. Und das da ist ja auch cool. Guck mal. Interessante Sachen gefunden schon. Ja, wow, was ist das cool aus, gell? Die Zehen werden so ein. Voll die Army-Marken. Ja. Guck mal, das gibt es bei uns in der Drogerie nicht. Einfach so Wachsperlen, wo man sich dann selber seinen Wachs zum Enthaaren machen kann. So zwischendrin erkennt man wieder irgendwas, aber der Großteil ist tatsächlich anders als bei uns. Wie irritierend ist es bitte, dass hier steht gratis und an diese ganzen Sachen. Ich bin so verlockt, das einfach zu nehmen und zu gehen. Aber ich glaube, das probiere ich lieber nicht aus. Wir waren jetzt eben bei Starbucks. Ja, richtig banausig irgendwie von uns, aber ich habe vorher noch nie gesehen, dass es einen Frappuccino Pumpkin Spice gibt. Und wir sind beide auch so ein bisschen müde. Wir sind heute nämlich um wie viel Uhr aufgestanden? 3 Uhr noch was? 3:30. Same.
Und deshalb, so langsam meldet sich die Müdigkeit. Wie viel Uhr haben wir dann? 14:57. Kommt mir vor wie 7. Richtig cool. Übrigens, meinen Namen, Kim, schreiben alle auf der ganzen Welt bei Starbucks immer korrekt. Steffi hat schon so manche lustige Kreationen gehabt. Stefene. Sollen wir dich ab sofort so nennen? Es ist fast Stevie. Ich habe aber Stephanie gesagt, also vielleicht wollten sie Stevie schreiben. Das haben sie ja geschrieben. Voll. Fazit zum gefrorenen Frappuccino Pumpkin Spice. Grandios. Aber ich muss sagen, ich habe Mandelmilch und es ist trotzdem wie ein richtig geiles Eis. Also es ist echt, obwohl ich nicht den ganz großen habe, sehr intensiv. But I like it. Wir sind jetzt gerade wieder zurück zum Hotel, denn wir dachten uns, wenn man schon einmal im Leben in so einem schönen Hotel ist, muss man das ja ausnutzen und sich auch da auf dem Gelände ein bisschen rumtreiben. Es ist Wahnsinn, wie das hier aussieht. Und da direkt die View aufs Wasser und da hinten auch wie so in Italien die Häuser auf dem Berg, direkt am Meer. Dann haben wir da noch so ein paar Privatjachten, die am Cruisen sind. Da haben wir ganz casual einen Hubschrauberlandeplatz, ne? Wenn Leonardo DiCaprio vorbeikommt. Und die Möwen glauben offenbar, dass sie Hubschrauber sind. Oh, die Katze will sich mit den Hubschraubern anlegen. Ich glaube, das wird sie verlieren. Die sind doch nicht doof, sag mal. Oh, kommst du jetzt zu mir, oder was? Ja, hallo. Ja, sag einmal. Süß. Tschüss. Guck mal, da oben sind so kleine grüne Papageichen. Wie süß und wie toll die getarnt sind. Sehen einfach aus, als würden sie zur Palme dazugehören. Oh, wie er verkehrt rum da runter geht. Wie süß ist die bitte? Hallo, sag einmal, du bist ja schön. Deine süßen Füßchen, guck mal. Plüschi. Cat Mom at home. Ich wollte gerade sagen, vermisst du jetzt schon deine Katzen? Vielleicht. Tschüss. Leute, wir sind jetzt wieder zurück im Hotel. Wir haben eigentlich nichts geshoppt. Wir haben nur geguckt und gegessen. Und jetzt kommt gerade Billie Eilish auf MTV. Der Moment, wenn du im Club bist, ein Freund das Lied voll fühlt und du dir so denkst, nein. Steve, guck mal, was ich gefunden habe. Türkischer Honig, ist das auch türkischer Honig, obwohl er nicht weiß ist? Ich glaube schon. Prost. Mhm. Orangig. Mhm. Lecker. Wir haben uns jetzt kurz in Schale geschmissen. Wir haben beide High Heels an, ein sehr, sehr seltenes Bild. Und freuen uns auf den Abend und hoffen, dass wir nicht allzu viel zu Fuß gehen müssen, denn sonst spielen zumindest meine Füße nicht mit. Aber ich bin auch dem Peer Pressure erlegen, weil Steve welche anzieht und dann dachte ich mir, ach komm, traust dich jetzt auch. Aber du musst die Gelegenheit. Aber du? Ja, nee. Ich find's eh cool, weil es ist mal was Neues. Unsere Outfits hier. Oh, wir sind schon da. Unser Abendessen, das ist die Vorspeise. Hier wird noch alles schön arrangiert. Und wir sitzen bei dieser wunderschönen Aussicht hier. Der nächste Gang ist da. Das sind Pilze und Shrimps. Wow, einfach super gut. Mahlzeit! Und der Hauptgang ist auch da. Lachs in so einem kleinen Brottöpfchen. What is it called? This is the paper and this is levrek. Which means that it is Kjata Levrek. It's sea bass with paper. Unfassbar, wie gut das Essen hier ist. Wir hatten mehrere Gänge. Das bin ich definitiv nicht gewöhnt. Die Location war auch wunderschön und die Aussicht auf die andere Seite, auf die asiatische. Oh mein Gott, wow. Diese Stadt hat definitiv etwas ganz, ganz Besonderes an sich. Und ich bin schon gespannt, die nächsten Tage weiter zu exploren. Das Essen hat uns durchhalten lassen. Und jetzt ist es 23.19 Uhr. Also würde ich mal sagen, ab ins Bett. Und wir sehen uns dann im nächsten Vlog. Bye. Wir sind jetzt exakt vor dem Gewürzmarkt und es ist extrem viel los, oder? Nein, heute ist fast nichts los. Es ist nichts los? Es ist nichts los. Excuse me. Wir haben es auf die andere Seite geschafft. Wenn man ein bisschen Adrenalin braucht, dann kommt zum Gewürzmarkt. Wir kommen jetzt in den abenteuerlichen Teil des Bazars. Good
bitte kurz ausschauen. Wie ist dein erster Eindruck? So schön, die decken uns alles.